Ein Wunderschön, da bin ich wieder, euer Odin. Und jetzt zum angekündigten Gewinnspiel. Ich zeige euch erstmal, was ihr gewinnen könnt. Und dann stelle ich die Gewinnfrage, Fragen oder das, was ihr machen müsst. So, wobei es eine kleine Änderung gibt. Ich habe gerade das Video schon mal gemacht. Und habe mich dafür entschlossen, das so zu machen. Der erste Platz bekommt eine große CD-Tasche und ein Mauspad. Die Mauspad zeige ich gleich nochmal. Eine große CD-Tasche und ein Mauspad, wobei der erste Platz das Mauspad für sich auswählen kann. Der kann sagen, welches er haben will. Dann der zweite Platz. Der zweite Platz kann aussuchen, ob er die grüne oder die rote CD-Tasche haben will, also die kleinen. Und kann auch ein Mauspad aussuchen. So, nimmt der zweite Platz natürlich die grüne, bleibt für den dritten Platz der rote. Nimmt der zweite Platz der rote, bleibt für den dritten Platz der grüne. So, jetzt legen wir die grüne mal weg. So, nehmen wir mal an, der rote bleibt übrig, kriegt der dritte Platz, wie gesagt, der rote und kann auch ein Mauspad aussuchen. Kann er auch aussuchen. So, und jetzt zeige ich euch mal, welche Mauspads da sind. Wobei ich schon einige Mauspads weggemacht habe, was ich gleich erklären werde. So, und zwar, hoppala, so, gibt es von den Simpsons jetzt noch Viere. Wieso Viere? Zweier, drei habe ich weggepackt. Achso, drei habe ich erstmal weggepackt, weil ich, drei habe ich weggepackt, weil ich nicht wusste, ob, ja, das erkläre ich gleich. So, dann haben wir einmal dieses mit Simpsons, wo die Simpsons vorne drauf sind. Das haben wir nochmal. Dann haben wir Simpsons in rosa für Mädchen und Frauen. Vielleicht ganz interessant. Ist ja nicht meine Farbe. Und was ich ja natürlich richtig geil finde, Ladies Man mit Bart und seiner Pfeife und wo er ihn auf Hugh Hefner macht. Finde ich ja richtig geil. So, das waren die Simpsons Mauspads. Star Wars. Achso, da habe ich ja auch eins weggepackt. Genau, Star Wars fangen wir erstmal mit denen an. Ich habe zweimal, ist das, ja, so seht ihr das, nee, wartet mal, jetzt habe ich ja hier einen Fehler, so, richtig, also zweimal dieses, von den Clone Wars, mit Yoda und so, dann habe ich zweimal dieses, auch von den Clone Wars. Das ist Luke Skywalker, Ahsoka oder wie die heißt, Yoda und auch wie heißt denn Obi-Wan Kenobi oder so heißt glaube ich sein Lehrmeister. Ich kenne mich da nicht so aus, das verurteilt mich nicht. Ich bin da eher der Star Trek Fan. Und einmal habe ich noch Dark Maul. Oder Maul, keine Ahnung. Und zwar habe ich, habe ich drei Simpsons und ein Star Wars, für die stehen jetzt die beiden, mal beiseite gepackt, weil, warum? Weil ich das jetzt nicht nur als normales Gewinnspiel, sondern auch gleich als 300 Abonnenten Special mitmache und die drei Mauspads, die jetzt nicht gezeigt wurden, bekommen die drei Stammzuschauer, die ich seit Gründung meines Kanals wirklich jedes Video gesehen haben oder so gut wie jedes Video gesehen haben und auch fleißig kommentieren, als kleines Dankeschön für die Treue. Und ja, damit möchte ich mich einfach mal bedanken, weil die waren wirklich, haben mir auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wenn irgendwas war, haben sie gesagt, hier ist klar, machen wir, helfen wir, kein Ding. Oder hier, das könntest du und hier, das könntest du zeigen, machen, verbessern, das und das. Mit denen war ich wirklich stetig in Kontakt und die haben mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sachen gesagt, die ich jetzt so im ersten Augenblick vielleicht nicht gesehen habe. Und für die Treue möchte ich mich einfach ganz recht herzlich bedanken bei euch. Danke. Und dafür als kleines Dankeschön, ist ja wirklich nicht viel, ist aber ein kleines Dankeschön, bekommt jeder von euch ein Mauspad. Also nur ein Mauspad, keine CD-Tasche, nur ein Mauspad. Nur als Dankeschön. Ich hoffe, ihr
hoffe, euch freut's. Ich werde die drei ja auch noch anschreiben gleich, weil ich wollte es eigentlich als Überraschung machen und losschicken, aber Odin hat mal wieder die Hälfte verplant, weil ich weiß zwar, wie sie heißen, aber ich weiß nicht, wo sie wohnen. Ich weiß nur die YouTube-Namen teilweise. Und da ist das Problem, ohne Adresse nichts schicken. Also muss ich denen ja leider vorher Bescheid sagen, weil hätte ich die Adressen, hätte ich denen einfach geschickt und dann hätten die sich gefreut und so. Und ja, aber so muss ich denen halt Bescheid sagen. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem, was ihr machen müsst. Und zwar möchte ich, dass ihr mir PN schreibt oder einfach mal, also erstens unter das Video schreiben, wie ihr das Gewinnspiel findet. Wäre nett. Zweitens, dass ihr mir eine PN schreibt. Warum wollt ihr gewinnen? Das möchte ich wissen. Drittens möchte ich, dass ihr in dieser PN auch reinschreibt, welches Video von Digitus Produkten mein erstes war. Da will ich jetzt nicht genau wissen, Unboxing, Hardware, Hardware-Check, was halt noch, Review, Tutorial oder sonst irgendwas dergleichen. Das will ich alles gar nicht wissen. Ich will nur den Gerätenamen wissen. Also ihr müsst nicht sagen, Unboxing XY ungelöst, bla Sülz. Das müsst ihr nicht. Ich will nur das Gerät wissen. Welches Gerät von Digitus war das erste, was ich, wozu ich im Kanal Video gemacht habe? Sei es Tutorial, sei es Let's Play, nee, Let's Play habe ich ja bei mir gar nicht drin. Tutorial, Review, Game Check, Unboxing, Hardware, Hardware Check, Kategorie ist egal. Welches Gerät? Ich gebe einen kleinen Tipp. Die drei neueren Kategorien, wo andere Kanäle eine Kategorie haben und ja, den kleinen Tipp muss ich ja geben. Ja, guckt einfach mal zurecht. Ich stelle das da vor, das Gerät, und guckt einfach mal nach. Die sind in den Playlisten, nicht dass er denkt, ich habe das nach Datum gemacht. Nee, das habe ich extra jetzt nicht mehr gemacht. Ich war nämlich noch in meinem Kanal und habe da bei den einzelnen Playlisten, die es betrifft, die Videos nämlich durcheinander gemacht. Mit Absicht. Die sind jetzt momentan nicht nach Erscheinung von aktuell nach dem Ältesten geordnet. Das habe ich nicht gemacht. Da müsst ihr euch schon ein bisschen zurechtfuchsen. So einfach wollen wir es ja auch nicht machen. So, ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Gewinnspiel. Ich wünsche euch allen toi toi toi, drückt wirklich allen die Daumen. Leider können nur drei gewinnen. Bis dahin verabschiede ich mich. Achso, das Gewinnspiel, wann es endet, ich Trottel. Ich bin da wieder. Heute ist der 31. Wir machen es am... zwei Wochen machen wir am besten. Ja, jeden Tag mehr, ja. Machen wir zum Release der Xbox One. Zum 15. November. Alle, die bis 15. November schreiben, ab 16. November 0 Uhr ist Schicht im Schacht. Bis 15. November, das ist ein Freitag, werden alle Anschriften berücksichtigt und den 16. und 17. werde ich dann auswerten und dann auch mit Glück gleich das Video machen. Wenn ich es nicht gleich schaffe, mache ich es Montag, den 18., dass Montag, den 18. spätestens das Video da ist, wer gewonnen hat, wer Erster, Zweiter und Dritter ist. Dann werde ich wahrscheinlich im Laufe der Wochen jetzt, bevor das Gewinnspiel endet, nochmal ein Video machen, damit ihr sehen könnt, wie ich den ersten und zweiten Platz ermittle. Weil vielleicht wollen es ja einige wissen, nicht dass ich, dass das heißt, ich werfe die einfach so durcheinander und ziehe aus dem Hut. Oder ich sage einfach, auch der Name fällt mir, der Name fällt mir. Ich habe da so eine Seite und da hebe ich das dann ein und dann mischt die Seite für mich, damit habe ich nichts zu tun. Ich gebe nur die Namen ein oder die Nummern, besser gesagt, und das war's. Das werde ich aber in dem nächsten Video mal erklären und euch demonstrieren, wie das da funktioniert. So, das war's jetzt soweit zum Gewinnspiel. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, wünsche euch viel Spaß beim Gewinnspiel. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss, sagt euer Odin.